Ja, wer hätte sich das schon vorstellen können, ne? Also der hätte man, glaube ich, relativ viel Geld gewinnen können, wenn man da auf Sport gewettet hätte. Nee, es wäre vermessen gewesen, ne? Also logischerweise fällt dieser Titel jetzt auch nicht vom heiteren Himmel und es ist ein Stück weit so die Ernte dessen, was so gesät wurde über Jahre, natürlich nicht nur der Liga, sondern auch eben vom Verband im DFB. Aber dass es die Ernte so reichhaltig ausfällt, das war sicherlich vermessen gewesen. Auch ich habe schon mal formuliert, dass es nicht der WM-Sieg der totale Game Changer ist und dass Deutschland von einer Fußballnation zu einer Basketballnation werden wird. Aber es ist doch ganz klar, das spüren wir ja auch, ne, dass es einen Schub geben wird für unsere Bemühungen. Und das Schlimmste, was es gibt für eine Liga, ist Langeweile. Die wird uns oft nachgesagt mit zwei großen Clubs. Das zeigt sich immer wieder im Laufe der Saison und stimmt ja alles mit. Ne? Wir haben einen lebendigen, funktionierenden Wettbewerb. Wir haben Spannung oben, wir haben Spannung in die Playoffs. Und insofern, das braucht eine Liga, ne? Dass wir einfach überraschende Ergebnisse haben, mal knappe Spiele haben, guten Sport und Spannung in allen Tabellenregionen. Und wir spüren einfach ein hohes Interesse an der Easy Credit BBL und das zahlt auf das ein, was wir vorhaben und wird auch noch ein bisschen anhalten.